Ich würde mir gerne noch reinziehen, was InScope hier mit den Girls hat. Ist schon ein bisschen älter, das Video, aber schon mal einen Dreier gehabt. Ich würde jetzt einfach mal gerne hier den Unangenehmen Six Talk mir reinziehen mit InScope. Und wir machen jetzt hier Folgendes, Leute. Wenn ich jetzt, also es ist so eine Art Try Not to Quinch Challenge, stabile Adern, die du auch hier oben hast, Nico, das ist sehr gesund. Ich hoffe mal, wir kommen hier durch, ohne dass ich kotzen muss, weil es unangenehm wird. Oh, ja, Digga, wird schon irgendwie laufen, oder? Kriegen wir schon hin, Leute. Kriegen wir schon hin, komm. Würdet ihr immer gerne einen Dreier haben? Warte, wurdest du schon mal erwischt? Wenn du einen Dreier mit zwei Typen hast, dann werden die Typen ziemlich sicher nicht miteinander rummachen. Das ist wahr, ja. Sehr gesprächig hier, muss ich sagen. Mhm. Ja, guck mal, Mädels. Ich glaube, es ist gerade super. Guck mal, das Ding ist, wisst ihr, was der Punkt ist an so einem Livestream? Ja. Ich bin nicht der Einzige, der reden darf. Du darfst auch mal was erzählen. Ah, du darfst okay. auch was erzählen. Ja, was soll ich denn erzählen? Ja, ich bin echt, also ich bin ehrlich, ich bin ein Mensch, ich rede so viel, aber ich finde, man muss mit irgendeinem Thema anfangen. Die talken einfach gar nicht. Wie chillig, Alter. Was wollt ihr wissen? Ich erzähle es euch gerne. Haut doch einfach raus. Was geht nach dem Stream? Haut doch eine Geschichte. Guck mal. Dann erzähl du doch jetzt einfach mal eine Geschichte, wie du jemandem ein Eis verkauft hast und irgendwas Übelwitziges ist passiert. Nee, also, da gibt's nicht so viel Lustiges, wirklich. Also, ich find's lustig, wenn Leute halt Vanille Bourbon sagen, anstatt Vanille Bourbon, aber so. Das ist lustig. Six Talk. Vanille was? Bourbon. Vanille Bourbon. Ja. Und die sagen Vanille Bourbon. So. Aber es ist jetzt nichts Besonderes. Ich finde, man merkt Nico trotzdem immer noch an, dass er super nervös ist, Digga. Ich glaube, Nico hat mit 400 Frauen geschlafen und fällt sich trotzdem jedes Mal, als wäre es sein erstes Mal, Digga. Und ich glaube, so kriegt er sie auch rum. Und ich glaube, das ist tatsächlich seine Masche. Extrem smart, den Insecure zu spielen, bis er dann inserted hat. Ja, doch, das ist smart. So, dass ich sage, oh mein Gott, das ist so lustig. Und dann habe ich einem 17-Jährigen schon mal Alkohol ausgeschenkt. Dann habe ich in Berlin hier wieder getroffen. Illegal. Das war auch nicht so. Illegal unterwegs. Ich wusste es nicht. Und ich kannte ihn so und ich war so, ach, der ist schon 18? Und ja, nee, war er nicht. Deswegen immer den Ausweis rausholen. Mhm. Aber weißt du, ich war damals so noch so jung und ich war so, ich traue mich das nicht. Und dann war ich so, ja, naja, egal. Auf jeden Fall weiß ich jetzt. Also er ist jetzt 18. Okay, wisst ihr, was wir machen? Die wollen alle noch einen Six-Talk, okay? Was ist das? Wir machen jetzt noch zwei oder drei Fragen Six-Talk und dann okay. gehen wir offline. Weil wir sind sowieso schon viel zu lang online. Wie lange sind wir schon online? Sind fast 3 Stunden, oder? I'm ready. Okay, Six-Talk, let's go. Haut Fragen raus für den Six-Talk. Was heißt denn das? Alles klar. Was könnte der wohl der Six-Talk heißen? Six-Talk. Was ist ein Six-Talk? Das ja? ist ein Sex-Talk. Okay. Das, was wir gestern eigentlich auch auf Dings hatten. Okay. Weißt du nicht, was Six ist, oder was? Das ist Sex. Hatte ich noch nicht. Hattest du noch keinen Sex? Mm-mm. Verstehe. Ja. Lazo ist genervt. Nee, ich bin nicht genervt. Ich bin aber echt sehr, sehr müde. Mm. Okay, Chat. Es ist jetzt Zeit, dass ihr jetzt Fragen stellt. Chat, was ist denn los? Los. Schon mal einen Dreier gehabt? Nee, also Nein. ich nicht. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Würdet ihr mal gerne einen Dreier haben? Ich war mal kurz davor. Ich war mal sehr, sehr, sehr kurz davor. Die Umstände, warum es dann nicht geklappt hat, lagen nicht an mir. Ist aber auch, glaube ich, dann nachträglich besser, dass es... Wieso geht der Chat jetzt so ab? Dass der Chat Handy weg hat geklingelt. Nee. Hat auch nichts mit Jody zu tun. Dass es dann nachträglich nicht dazu gekommen ist. Ist auch besser tatsächlich. Aber ja, ist genauso wenig. Also nee, zählt nicht. Nein. Nee, also, boah, keine Ahnung, viele sagen, es ist echt gut. Aber ich habe jetzt gerade nicht das Verlangen, das irgendwie zu machen. Ja. Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich kann mir nicht vorstellen, mit einer Frau irgendwie doch noch rumzumachen. Ich bin jetzt nicht ja, aber auch nicht noch einen anderen Mann. Genauso nicht. Ja, aber das finde ich auch komisch, wenn die beiden Männer dann irgendwas... Ja, wahrscheinlich. Also, nee, das passiert auch nicht. Das macht man nicht. Da ist eine Fehlauffassung von dir. Wenn du einen Dreier mit zwei Typen hast, dann werden die Typen ziemlich sicher nicht miteinander rummachen. Chat, Alter, Junge. Das ist mit zwei Frauen. Gut, hey, aber. Also ich finde es mit einer Frau noch schwierig. Ich würde meinen Partner halt nicht teilen wollen. Ich würde da, glaube ich, ich könnte das nicht. Wenn beide Bock drauf haben? Ich hätte ja keinen Bock. Hast du bisexuelle Tendenzen? Nein. Ja, dann wird es wahrscheinlich... ne? Also du könntest dir auch nicht vorstellen, jetzt von zwei Typen gleichzeitig gebankt zu werden. Nee. Aber du könntest es dir schon eher vorstellen, ne? Von zwei Typen? Ja. Also besser Sie könnte sich's vorstellen. Besser als zwei, also ich mit einer anderen Frau. Ich glaube, das... Ich weiß nicht. Also ich würde es nicht machen. Ich glaube, ich werde es nie machen. Das ist ein sau unangenehmer Talk, Digga. Würdest du den Dreier machen? Ja, ich würde mit zwei Frauen den Dreier machen. Natürlich. Okay, ja. Das würde aber, glaube ich, jeder Kerl. Muss man ganz ehrlich sagen.
würde. Ganz klar. Würde, glaube ich, jeder Kerl. Ist ja, also. Findest du es gut, wenn Frauen vor dir rummachen? Tönt dich das an oder nicht? Wenn die bi sind, ja. Aber wenn du jetzt eine Freundin hast und es irgendwie dazu kommt, dass ihr einen Dreier habt, würdest du es gut finden, wenn sie dann was mit einer anderen Frau auf einmal hat und du nicht weißt, dass die irgendwie bi ist? Ja. Findest du es okay? Ja, finde ich völlig find okay. Habe ich mir schon öfter Gedanken drüber gemacht und das fände ich eigentlich. Also würdest du es auch in einer Beziehung. Genau, es war mit Monto und Agatha, Leute. Beziehung machen? Würde ich auch in einer Beziehung machen, ja. Ich sag dir ganz ehrlich, ich glaube, das würde die Beziehung extrem ins Positive beeinflussen. Weil da, ich glaube, die Frauen haben halt Angst, dass der Mann die andere Frau dann... Ja, weil emotional. Die macht, ja. Weißt du? Stell dir mal vor, stell dir mal vor, du und deine Freundin, bei euch ist alles gut, ihr habt dann den Dreier und dann macht die andere alles besser als deine Freundin. Ja. Und dann bist du so... Kann ja... Ich bin bei dir. Inscope hat voll den Steifen. Weiß ich nicht. Ja, aber ich sag dir ganz ehrlich, ab einem... Chillig, mit 8 Enden ist kein Dreier, Bro. Das ist was absolut anderes, was du da gerade in den Chat schreibst. Ich glaube, ab... Nächster Banner am Start. Nein, wir schauen uns hier ganz spannende Video an. Das ist vollkommen in Ordnung, glaube ich. In gewissen... Das ist Aufklärung. Alter und ab einer gewissen Reife kann man auch distanziert sagen, okay, vielleicht war das mit der irgendwie ein bisschen geiler oder so als mit meiner eigenen, aber ich glaube, in einer Beziehung... Ja, also es ist schon sehr unangenehm. Nicht, es ist schon ein bisschen auch unangenehm. In einer Beziehung, die wirklich langfristig und partnerschaftlich ist, kommt es ja auch nicht nur darauf an, dass man jetzt wirklich den besten Sex hat. Ich glaube, die Frau, mit der ich zusammen sein möchte oder der Partner, wie auch immer, das muss einfach was sein, wo man sagt, okay, das muss mich nicht nur im Bett zufriedenstellen, sondern halt auch langfristig in allen möglichen Belangen so. Ja, gut. Ja. Absolut. Olli mit 10 Euro ist schon mal bei einem Eselrennen mitgemacht. Olli, danke für deine Süx-Frage. Wie steht ihr zu Sex in der Öffentlichkeit? Ja, ich finde es so schlimm. Ja, Digga, finde ich ein Weird-Champ. Muss ich ganz ehrlich sagen. Boah, weiß ich nicht, ob das sein muss. Nee, weiß ich nicht. Aber das Ding ist halt auch, muss man auch ehrlich sagen, Leute, das ist ja auch was anderes. Also, don't get me wrong hier, okay? Ich will mich jetzt nicht irgendwie hier ganz, ganz hochheben oder so, ne? Aber da man ja ein Stück weit in der Öffentlichkeit steht, weiß ich nicht, ey. Wenn dann dabei H&M oder so die Umkleide aufgemacht wird und dann sagt dann eine, ach, Revi, chillig. Ja, da ist dann noch mal ein bisschen unangenehmer, glaube ich, oder? Also, nee, weiß ich nicht. Brauche ich jetzt nicht. Nee, also, ist ja auch dann irgendwo Erregung öffentlichen Ärgernisses. Also, wenn ich jetzt, was ist in der Öffentlichkeit? Ist ein Auto auf einem abgelegenen Parkplatz, ist das Öffentlichkeit, Chat? Wäre das Öffentlichkeit? Das ist doch eigentlich dann nicht öffentlich. Nee. Ja. Abgelegener Parkplatz, wo keiner ist. Eigentlich. Ja, öffentlich. Ja, alle sagen ja. Weiß ich nicht. Also, fand ich jetzt nicht so krass, besonders irgendwie. Keine Ahnung. Umkleide auf. Moin, Leute, Trimax hier. Nicht in einem deutschsprachigen Land. So konkluden wir das, Leute. So. Finde ich gut. Also nicht, wenn andere... Solange du die Vorhänge aus... So, blöd, wer hat Vorhänge im Auto? Bin ich... Digga. Also, wenn deine Mutter Vorhänge im Auto hat, dann macht die noch irgendwas nebenberuflich, Bro. Das ist... Also, ich habe keine Vorhänge im Auto. Zugucken, aber... Das hätte ich jetzt nicht... Im Privatflugzeug. Das ist privater Raum. Von dir gedacht? Was? Ich finde das aufregend. Aber also nicht, dass andere mich beobachten währenddessen, sondern wenn man das an einem öffentlichen Ort macht, finde ich nicht schlimm. Also du findest sozusagen das nice, diese Gedanken, dass du erwischt werden könntest. Warte, wurdest du schon mal erwischt? Nee, ich wurde noch nicht erwischt. Du? Gott sei Dank nicht. Ich hatte noch nicht so oft Sex in der Öffentlichkeit. Was war der aufregendste Ort, abgesehen jetzt vom... Bitte, Nico, sag jetzt nicht im Bällebad bei McDonald's oder so. Bitte sag sowas nicht. Also von der Wohnung? Im Wald oder so oder im Auto. Ja, im Wald oder im Auto, ja. Bei Auto ist aber gut unbequem, oder? Wenn man die Sitze nach vorne klappt und so, dann geht's schon. Ja, okay. Mhm. Bei mir war's vorm Lenkrad. Vorm Lenkrad. So und hey, warum habt ihr das gemacht? Frag mich nicht. Ihr hättet easy auf die Rückbank einfach gehen können. Ja, oder Rückbank ist deutlich besser. Ist deutlich besser. Nee, aber auf die Idee ist man in dem Moment natürlich nicht gekommen. Ah, okay. Aber war halt dann auch in dem einen Moment nicht gut, ne?
Gesicht. Du kannst ja nicht nach links oder rechts. Wenn man fertig ist, du kannst ja nicht schnell mal nach links oder rechts. Ach so, ja. Und ja, dann ist es passiert, oder was? Dann ist es passiert. Ja. Das war ja ungeil. Ja, gut, dann ist es halt einfach passiert. Hm. Schon mal Anal gehabt oder könntet ihr es euch vorstellen? Nee, ist nicht. Also hatte ich noch nicht und will ich auch nicht. Ihr hattet es noch nicht und wollt es auch nicht. Mhm. Woher wollt ihr das wissen? Keine Ahnung, wenn man, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich wahrscheinlich nie mache, aber also es kann sein, wenn ich in einer langen Beziehung bin und... Ja, warum? Ich verstehe den Grund nicht. Warum will man denn da hinten rein? Da gibt es doch diesen unglaublich dummen Joke von wegen so, yo, machst du es auch ins andere Loch? Ja, nee. Also, ich will ja nicht schwanger werden. Ja, ist halt, ja, keine Ahnung, warum will man denn da rein? Ja, warum, Digga? Das ist wie beschreibt man das, Alter? Warum will man denn da rein? Das ist wie ins Bergheim kommen. Das ist wie ein Club, wo man nicht reinkommt. Dann will man umso mehr rein. Macht das Sinn? Macht das Sinn, Chat? Macht das Sinn, oder? Ist ein guter Vergleich, ne? Das ist wie... Nein? Alles klar, Digga, ich bin raus. Mann. Nee, ich meine das erst, warum? Hä, hey, warum willst du mich jetzt in den Arsch ficken, Mann? Ja, warum halt anal gebangt werden will, weil das so eine besondere Art der Stimulation ist. Zumindest für die Frau oder für den Mann? Das beidseitig. Kommt drauf an, denke ich. Ich weiß es selber nicht, ich hatte es tatsächlich selber noch nie anal. Also verlangen das jetzt irgendwie zu machen? Anal? Mhm, probieren, oder? Ich würde es schon mal ausprobieren, ja, aber ich habe es auch gestern im Livestream angesprochen. Ich finde, bei Anal ist so eine Sache, wenn die Frau nicht so 100%, ich sag's mal, gepflegt ist und wenn dann keine Das hat nichts mit Pflege zu tun, das ist ein ganz, ganz anderer Aufwand, aber da... Vorbereitung getroffen wurde, da hätte ich gar keinen Bock drauf, weil ich es schon ein bisschen eklig dann fände. Ich war 4 Jahre lang jedes Wochenende im Werkhand und es lohnt nicht. Ja, Digga, ich war noch nie drin, ich will unbedingt mal KitKat, aber es ist ja jetzt erstmal... So, weißt du, ich meine? Nee, nee. Muss man das reinigen? Nein, mit so einer Dusche? Das wäre schon gut. Nee, ich meine, das, wenn man, da muss man doch das. Ach so. Du meinst so Abführmittel? Ja, irgendwie schon. Das ist eine gute Frage. Blast ihr gerne? Also ich finde es nicht schlimm. Du findest es nicht schlimm? Also ich mache es nicht ungerne. Aber das ist jetzt nicht so, auch dass du es jetzt nicht gerne machst. Du hast nicht gesagt, dass du es gerne machst. Doch, ich würde schon sagen, ich bin tatsächlich kein Fan davon, wenn man das Ganze dann noch schlucken muss, bin ich wirklich ehrlich. Also feiere ich jetzt nicht so. Okay, du bist keine leidenschaftliche Blauerin, das höre ich direkt raus. Wie sieht's bei dir aus? Du auch nicht? Doch, aber ich mach's, also... Scheiß auf dich. Du machst was? Ich mach's echt nicht Warum soll ich denn dafür gebannt werden, Chat? Also, come on, er hat's auf Twitch übertragen, so. Alles entspannt. Gerne. Aber das ist, was ist für eine Aussage? Ich mach's echt nicht ungerne. Doch, ich mach's schon gerne. Gut, das ist so, wenn du sagen würdest, du fändest es übel geil, geleckt zu werden, und ich sag, ja, ich hätte jetzt kein Problem damit. Da musst du doch entweder sagen, ja, ich leck dich jetzt richtig gerne. Und der Talk ist ein bisschen, unangenehm. Das erste Mal, als ich es gemacht habe, war ich so ein bisschen verstört, weil... Ich weiß, dass es KitKat nicht mehr gibt. Ich weiß das. Aber ich war schon auf... ist ja auch scheißegal, komm. Etwas, also es hat halt nicht so gut gerochen und dann bin ich so... Also ich glaube... Das ist immer so... Okay, ja. Das Wichtige ist, das ist der schon Typ so ein bisschen sollte natürlich auch seinen Dick pflegen, ja? Eben. Der muss also natürlich, Jungs, ihr müsst euren Dick pflegen, ja? Ah ja, das danke. Ist ganz, ganz wichtig. Zum Beispiel kann man da auch einfach mal ein Lego-Schwert reinstecken, wenn man 10 ist. Dann ist der absolut gepflegt, Digga. Grüße geht raus an Montana Black, Digga. So macht man den Pizzeputze sauber. Mhm. Jo. Ah, ja, genau. Dick muss gepflegt werden. Das kann ja wohl nicht wahr sein, dass hier also ich muss sagen, die Emilia halt anfängt zu blauen. Also es kam aber auch erst nach der Zeit am Anfang. Ich glaube, am Anfang hat man eine gewisse Unsicherheit. Ja. Aber mit der Zeit. Oh Mann. Ganz unangenehmer Talk und hier, wirklich. Und deshalb knall ich keine Frauen unter 25. Okay, Bro. Du hast das Game durchgespielt. Ich enthalte mich kurz, also... Was ist das für eine Aussage? Als könnte so eine 23-Jährige nicht gescheit blowen, oder was? Bro, scheiß drauf. Wichst ihr? Hm? Du? Sie ist ein bisschen schüchtern. Was hast du damit gemeint? Ah, Digga. Oh Mann, Alter. Ey, du bist krass unerfahren, kann es sein? Wer sagt das? Was ist dein Bodycount? Das hat doch nichts mit dem Bodycount zu tun. Nee, das stimmt. Ich hatte eine lange Beziehung.
Ja, okay, dann kann es sein, dass du extrem erfahren bist. Aber, das kann alles sein. Aber wickst du? Sich selbst anfassen oder was ist, was? Ja, hä? Ob du wickst, ob du ja. onanierst, ob du dich selbst befriedigst. Das ja. Okay. Dann wäre die Frage eher beantwortet. Dann würde ich die Frage beantworten. Ob ich wickse, ich glaube, darüber müssen wir nicht weiter reden. Guckt euch an. Ich wickse natürlich nicht, Leute. Klar, ich auch. 900 November geht bei mir seit 4 Jahren. Zu viel zu ein bis zwei Fragen, oder? Wir machen jetzt noch eine Frage, dann fahrst du mir. Wie spät ist eigentlich? Es ist 23.30 Uhr, eure Lieblingsstellung. Letzte Frage. Okay, warte. Ich muss kurz überlegen. Ich weiß nicht, wie die heißt. Beschreib's. Ich habe da so meine Beine über den Schultern. Von ihm. Von ihm? Also, ach so. Sie liegt unten. Du bist, Beine, du bist sozusagen Beine, so, oder ja, wie? Ja, und dann ist er hier. Das ist entspannt. Der Twitch Prime Hammer ihn rein, nennt man. Okay, verstehe. Ja, okay. Ja. Also ein bisschen verrenken ist schon gut. Also mit den Beinen immer so ein bisschen auseinander. Ja. Also ich bin relativ beweglich, deswegen feiere ich das mehr, weil in der normalen Stellung, sage ich mal so, merke ich tatsächlich nicht so viel. Ja. Und ich bin voll gerne oben. Du bist relativ beweglich. Ja, ich war Turnerin. Du warst Turnerin, okay, verstehe. Das ist interessant. Also es ist tatsächlich so, dass das erste Mal hat bei mir auch nicht wehgetan, weil man sagt, dass Turner, dass es da auch schon vorher gerissen ist und so. Ja, weil du einfach so elastisch bist, ja. Irgendwie. Und deine? Meine Lieblingsstellung... Disney Plus und Lutsch die Nuss, Digga. Ich würde nicht unbedingt sagen, dass ich eine Lieblingsstellung habe. Ohne Witz, ich würde nicht sagen, dass ich eine Lieblingsstellung habe. Was ist immer habe. Mit dabei? Ja, irgendwie, Digga, also irgendwie ist Nico... Das ist ein ziemlich unangenehmer Talk auf jeden Fall, ne? Mit dabei, Missionar, Reiter... Doggy. Und dann hin und wieder legt man halt die Beine noch in andere Positionen. Das, was du gesagt hast, auch öfter mal dabei. Das kommt natürlich Fakes, auch immer drauf an, geht, ob ich Moin. Jetzt mitgebrochen habe. Meine, Alter. Ich könnte jetzt, glaube ich, auch nicht festmachen, das ist jetzt das Nonplusultra. Alles mal irgendwie probiert. Doggy natürlich ganz nice. Was die gerade gesagt hat, oben, unten. Meine ist die Führungsposition im Unternehmen. So sieht's aus. Das ist meine Lieblingsposition. Ich bin gerne. Meine Lieblingsposition ist der CEO. So sieht's aus, Leute. So sieht's aus. Keine Ahnung. Also, ich könnte da jetzt, glaube ich, nichts. Ich könnte da jetzt nichts. Ich könnte da jetzt nichts festmachen. Also, muss ich ehrlich sagen, alles irgendwie nice, ne? Amazon Prime, ich bin allein, Digga. Amazon Prime, gib mir deinen Schein. Meine ist Herobrine. Wie geht der Herobrine, Digga? Man steht einfach da mit glänzenden Augen. Und Bums oder halt ohne. Das ist auch auf jeden Fall ein Faktor, der da mitspielt, sag ich mal. Oben, rechts, links, unten, alles mega. So mit gebrochener Hand ist man halt ein bisschen eingeschränkt. Ja, ja, aber das sind halt so die Punkte. Ja. Wichtig ist, dass, finde ich, da immer beide dran Spaß haben, ne? Das ist doch am wichtigsten. Ich mag den Seestern. Was ist das? Einfach... Ach, Junge, what the fuck. Ich hoffe, die Fragen sind beantwortet, oder? Ich fand es eigentlich eine chillige Fragerunde, ja? Ich dachte, du bist nach 2 Minuten raus. Noel, ich habe dir gestern gesagt, Digga, das ist nicht jedes Mal so. Es mexikanische Wursttaucher ist OP. Der Endermann. Digga, wie geht denn der Endermann? Man teleportiert sich einfach weg. Der Endermann, Digga. Ich bin der Creeper. Ich blase mich auf und dann platze ich einfach. Wisst ihr, was ich meine? Auch ganz spannend ist der, der Villager. Einfach nur... Es gibt auch andere Tage. In diesem Sinne, Freunde, ich möchte mich ganz herzlich bedanken. Erstmal bei euch beiden natürlich. Gerne. Bei den attraktiven Damen, die hier den Stream für mich geleitet haben. Es war natürlich wie immer... Du hättest sympathisch sagen müssen. Attraktives, ja. Mal abfuck, dass ich dabei war. Ich möchte mich aber bei euch bedanken, dass ihr dabei wart und für die ganzen Donos, Subs. Danke fürs Essen im Übrigen. Wirklich sehr korrekt. Ich küsse eure Herzen. Und ja, Mann, dann sehen wir uns im nächsten... Der Zigarettenholer. Ciao, ich bin raus. Livestream. Den orange Eimer rein und Taxi rum. Jetzt reicht's aber. Die Tintenfischstellung auch stark. Wenn es wieder krass langweilig wird, in diesem Sinne, Chat, Kuss geht raus an euch. Maximal. Vielen Dank für alles und wir sehen uns beim nächsten Ciao. Livestream. Ah ja, genau, übrigens, die Jungs von Getreidetreu. Ach du heilige Scheiße. Das? Ich habe mir das Video gerade nicht wirklich bis zum Schluss gegeben, oder? Dass ich doch ein Intro mache. Wenn ich den Kanal jetzt noch abonniere und das Video like, dann ist mein Leben komplett over. Bis da. Stark, Digga. Stark. Da lasse ich auf jeden Fall keinen Like da. Ja, interessant auf jeden Fall.